Ein wunderschön, liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video mit neuem Hintergrund und alles schön und sehr viele schöne, geile Fotos mit dabei vom letzten Wettbewerb. Ja, das Thema beim letzten Wettbewerb war ja Kälte und die Leute haben ja gemeckert, wow, Kälte, ist noch gar nicht kalt, Digga, ist der wärmste Winter seit ever, ist fast wie Sommer. Und auf einmal kam der krasseste Winter, sogar hier in Berlin, dicker Schneefall und das hat auch wunderbar gepasst. Ich hoffe, euch gefällt der Hintergrund. Ich finde ihn ziemlich nice, ich finde auch so die Ausleuchtung so ziemlich cool. Ich hoffe, ich bin richtig scharf, weil ich hier gerade offenblendig filme. Ja, muss man mal gucken, muss auch mal testen. So, jetzt die Top 10, genug geschwafelt. Fangen wir an mit diesem Bild hier von Claire Klee. Ich freue mich, dass in diesem Wettbewerb sehr, sehr viele Menschenbilder mit dabei sind. Finde ich super. Sie hat dieses Bild hier, oder sie oder er, ich weiß nicht, Claire Klee, man munkelt nur, hat auf jeden Fall dieses Bild hier eingereicht. Es ist geil aufgebaut, wie ich finde. Ja, so ein Rahmen irgendwie aus diesen Schneeästen. Diese Frau in dem Hochzeitskleid, auch weiß. Ja, hinten dran ein weißer Hintergrund. Am Horizont der Sonnenunter- oder Sonnenaufgang. Wahrscheinlich eher Sonnenuntergang. Es sieht einfach grandios aus. Farbe auch gut gewählt, so ein bisschen blaustichig. Mir gefällt das Bild grandios. Und wie gesagt, vom Aufbau. Da brauchen wir gar nicht goldenen Schnitt. In der Mitte positioniert mit diesem Rahmen von den Ästen. Ist ein sehr gutes Ding. Das nächste Bild kommt von Florian Schönherr. Nebel mit Gegenlicht hat er es genannt, beziehungsweise Waldnebel mit Gegenlicht. Und der Titel sagt eigentlich schon alles. Man sieht einen Wald mit Nebel und Gegenlicht. Aber diese Stimmung ist genial eingefangen, auch schön aufgeteilt. Auf der linken Seite so ein bisschen geäst und dieser Baum, der so reingeht. Die Sonne nicht ganz in der Mitte, so ein bisschen links positioniert, scheint so durch, steht sehr, sehr tief. Das Ganze, wenn man das in Linien aufteilen würde, wäre das so diagonal, vertikal, der Horizont im unteren Drittel. Also das ist schon alles sehr, sehr schön. Und auch die Farbe ist dort gut gewählt. Ja? Im Bild vorher war es ja eher so bläulich, hier ist es eher so gelblich. Bis neutral weiß, sage ich mal, unten das Zeug, aber die Sonne kommt auf jeden Fall schön warm und schön gelblich rein. Hier hätte Blau zum Beispiel nicht so gut gepasst. Dieses Bild kommt von Gunnar Brodersen, ein leuchtendes Herz. Und es gab viele Bilder mit Eiswürfeln, ist ja auch super geeignet fürs Thema Kälte. Also nicht nur draußen muss Schnee liegen, man kann das auch wunderbar drin machen, eben mit solchen Eiswürfeln. Dieses Bild habe ich ausgewählt, weil es zum einen kitschig ist, ja, es zeigt ein Herz, zum anderen aber auch das schön ausgeleuchtet ist. Man hätte jetzt auch einfach ein Herz anblitzen können irgendwie, aber hier hat er eine schöne warme Lichtquelle. Es kann ein Blitz sein, es kann aber auch eine Kerze, würde ich fast vermuten, so ein Teelicht oder sowas. Oder eine LED vielleicht auch, so eine warme, die im Hintergrund ist und das Herz eben von hinten so ein bisschen anstrahlt. Man kann da auch jetzt reininterpretieren und kann sagen so, ja, das ist dieses Herz aus Eis, ja, oder dieses Herz aus Glas, wie hier mein Kollege Ben immer zu singen sagte. Und das passt natürlich wunderbar, ein Herz aus Eis, ja, und das ist trotzdem erwärmt von hinten. Oh, das lässt hier wieder Interpretationsspielraum. Und auch von der Farbtemperatur eher kühl gewählt, passt hier auch sehr, sehr gut. Gefällt mir auf jeden Fall schön. Auch dieser neutrale, unscharfe Hintergrund macht es insgesamt sehr, sehr schön. Also Gunnar, Daumen nach oben. So, noch ein Gunnar. Und zwar Gunnar Rosenow. Wie ist der eben? Gunnar Brodersen. Okay, ist ein anderer. Gunnar Rosenow. Ich finde, Gunnar ist ja ein geiler Name. Ich habe mir gefragt, wie ich mein Kind nennen würde. Ich würde auch so eine altertümliche, ich will es niemand beleidigen, aber so eine altertümliche, was so Gunnar oder Heinz-Peter, das ist ein super Name. So würde ich mein Kind, glaube ich, auch nennen. So, Gunnar Rosenow hat dieses Bild hier geschickt. Hat nichts dazu. Achso, das ist ja, genau, das ist ja eine Mischung aus Flickr und E-Mail. Ich wundere mich immer, haben die Leute nichts dazu geschrieben? Nee, aber das ist ja eine Mischung. So, auf jeden Fall, dieses Bild hier von Gunnar zeigt eine Möwe in irgendeinem Dorfort. Im Hintergrund mit diesem Kirchturm, sehr schön, mit der untergehenden oder aufgehenden Sonne und vorne im Vordergrund, ja, so ganz wenig unten zu erkennen, ist eingeeist so eine Pfeiler, so eine Pflöcke. Hier, ich weiß nicht genau die genaue Bezeichnung, das wissen wahrscheinlich Leute, die am Meer wohnen, besser. Ich nenne sie jetzt einfach mal Pfahle, Pfahlpflöcke, Mauern im Vordergrund. Auf jeden Fall sind die vereist und diese Möwe fliegt so in den Sonnenauf- oder Sonnenuntergang. Es ist so Nebel auf dem Meer und es sieht warm und trotzdem kalt aus, weil wenn man auf die Details achtet, dann ist es kalt. Und das finde ich auch eine schöne Komposition. Die Kirche im goldenen Schnitt, die Sonne so ein bisschen mittig, das passt auf jeden Fall. Ja? Und die Möwe, leider ein bisschen unscharf, aber sie fliegt so ins Bild rein. Und deswegen, wenn man das Bild kleiner guckt, dann fällt das gar nicht auf, dass es unscharf ist. Also es ist geil, passt.
Noch eine Eiskulptur, ein Eiswürfel, aber diesmal etwas anders. Ich weiß gar nicht, wie macht man sowas? Das Herz eben war schon nice, aber da bin ich immer wieder erstaunt, was Leute für Ideen haben. Warum macht man ein Eisklotz-Handteil? Man weiß es nicht, aber es sieht sehr, sehr geil aus. Von Jonas Staubach. Ja? Eine Hand auf einem, ich würde schätzen, Balkonpfahl. So drauf, so rum ist sie. Und im Hintergrund Sonnenunter- oder Sonnenaufgang wieder. Ja, und ich sage ja immer, Sonnenauf- oder Sonnenunter, das ist perfekte Zeit zum Fotografieren. Schön mit Bokeh im Hintergrund, ja. Das sieht geil aus. So, und das ist das auch so Wichtige bei Eis oder sowas, dass man von hinten das anstrahlt. Hier bei dem anderen Bild war das manuell eingefügt, also selber. Hier ist es die Sonne, die nochmal von hinten scheint. Und das gibt nochmal so einen geilen Glitzer und Glanz und Glow-Effekt in diesem Eis eben. Und deswegen ist dieses Bild auch mit dabei. Lukas Schneider hat das nächste Bild gemacht und es zeigt Pfötchen von süßen Katzenbabys drauf auf einen Holzstangding. Es ist aber geil, weil es ist eingefroren und es spiegelt auch so diese warme Pfote, die so auf diesen Pfeiler so drauf tritt und es so wegschmilzt. Da schmilzt das Eis auf dem hölzernen Pfahl. Das ist schon fast ein Gedicht. Das ist wahrscheinlich eine Katze, würde ich schätzen. Vielleicht ein Waschbär. Hund glaube ich eher nicht. Ich glaube, es könnte eine Katze sein, so eine Katzenpfote. Ich bin jetzt kein Tierexperte, aber würde ich mal schätzen. Also Lukas Schneider, gutes Bild, auch schön aufgeteilt, diagonal. Ja, und die Katzenpfote vorne scharf, hinten unscharf, so ist, gefällt mir, ist nice. So, jetzt kommen ein paar Menschenbilder. Mike hat dieses Bild hier, Mike Balleier, hat dieses Bild hier geschickt, das ist in Composing. Gehe ich von aus. Ich glaube nicht, dass die jetzt im Eis lagen, unter der Eisfläche. Aber die Idee war dahinter, dass Menschen eben unter einer Eisfläche liegen und quasi schlafen oder eingefroren sind. Vielleicht sind es auch Vampire und die wachen bald auf. Obwohl Vampire sind ja nicht im Eis, sondern im Sack. Okay, vielleicht sind es Zombie-Eis-Vampire. Nee, man weiß es nicht. Das Bild auf jeden Fall cool gelöst, finde ich. Wahrscheinlich diese zwei Menschen einzeln fotografiert und dann runtergelegt und schön die Farben angepasst, entsättigt, ein bisschen Blau rein und so weiter. Das Blatt zeigt nochmal, dass es eine richtige Fläche ist und nicht irgendwie nur so eine Textur, sondern ein richtiges Bild, wo diese Eisfläche fotografiert ist, auch der Schnee so. Also alles in allem ein sehr cooles Bild. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das nächste Bild, auch ein Composing von Sascha Gennening. Gennening, ja, so heißt er. Es ist ein bisschen viel Compost. Ja, es ist, viele würden sagen, vielleicht too much. Ich finde es aber geil, so wie es ist. Ich finde es auch cool, dass so ein bisschen Bewegungsunschärfe drin ist. Also das Bild ist rein Photoshop, ja, wenn ich mir das jetzt so betrachte. Da gibt es verschiedene Ebenen, die auch perspektivisch nicht so ganz passen. Zum Beispiel der Schlitten ist so ein bisschen platt und auch das Reh, das da so rausgeht. Aber die Idee dahinter ist sehr, sehr cool. So eine Familie, die da mit dem Schlitten voll durch den Zaun irgendwie durchgebrettert ist, Fun im Schnee hat. Und den Fun bei den Leuten sehen wir. Die sind auch cool ausgeleuchtet. Gefällt mir auch. Die Kiddies sind gut ausgeleuchtet. Die Sonne von hinten und wie gesagt, ich mag diese Bewegungsunschärfe und diesen ganzen Schnee, der so wegfliegt. Also passt wunderbar zum Thema Kälte und vermittelt so Freude. Und auch da Farbtemperatur wieder sehr, sehr wichtig. Es ist nicht richtig blau, sondern es ist eher warm, ja, dieses Bild. Und es hat ja auch so eine warme, trotzdem aber kalte Stimmung. Das vorletzte Bild kommt von Sven Rausch. Ein geiles Bild, bei Flickr hochgeladen in der Gruppe. Es zeigt eine Frau, die irgendwie vereist ist, verschneit ist. Man weiß es nicht ganz. Vielleicht ist sie in den Schneesturm gerade gekommen. Was aber geil bei dem Bild kommt, ist es sehr blass eigentlich. Ja, also Schnee weiß, ihr Gesicht ist weiß. Trotzdem die blauen Augen, die nochmal rausgearbeitet wurden und die roten Lippen dazu, passen super. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Knallt richtig schön. Gut Piercing, ob der jetzt gut ist oder nicht. Das ist dann Geschmackssache, war halt dann so. Bei den Haaren, klar, könnte man auch noch mal einiges perfektionieren. Ich finde es aber so, wie es ist, sehr, sehr cool. Dort auch der Farbton eher bläulich, passt. Wunderbar, Kälte, gut wiedergespiegelt. Mich würde interessieren, was das ist. Ob das echter Schnee ist von draußen, kann man ja machen, einfach Schnee von draußen nehmen. Oder ob das irgendwelche Styroporflocken oder sonstiges Zeug sind. Kunstschnee vielleicht auch. Kannst du gerne mal runterschreiben in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Und das letzte Bild kommt von T. Schlüter oder Schlüter. Nee, Schlüter spricht man also aus vielleicht. Ne? Es zeigt einen Ast. Ich wollte hier auch ein bisschen Vielseitigkeit reinbringen. Das Ganze zeigt einen Ast mit Spinnennetz, würde ich schätzen. Und
Tautropfen, die aber eingefroren sind da drauf. Das ist schon ziemlich krass. Also diese kleinen Tautröpfchen oder Eiströpfchen, muss man ja fast schon sagen, auf diesem Spinnennetz und das ganz, ganz nah rangeholt. Schöne Schärfe auch. Sieht aus wie kleine Zuckerkristalle schon fast. Als ob das irgendwie eingezuckert bei Willy Wonka hier und den Oompa Loompas irgendwie, ob das eingezuckert worden wäre. Gefällt mir sehr, sehr gut. Vom Aufbau her ist es okay, man könnte es vielleicht noch ein bisschen anders positionieren, so ein bisschen weiter nach oben, aber auch mittig ist es cool. Mir gefällt es auf jeden Fall, deswegen auch mit dabei beim Thema Kälte. Also alles in allem sehr, sehr gute Bilder mit dabei gewesen und ich wurde auch bestätigt in meiner Vermutung, dass bei Flickr, dadurch, dass die viele Leute das auch dann öffentlich posten, die Qualität höher wird von den Bildern. Weil ich will ja auch gute Bilder liefern, also ich mache die Bilder ja nicht, aber ich will, dass ihr gute Bilder liefert, um die auch anderen Leuten zu zeigen. Und ein Problem auch bei den E-Mail-Sachen waren, dass wirklich dann auch viele Sachen geschickt wurden, wo ich so sage, so auch persönlich wird es niemand beleidigen, aber ich sage so, boah, Digga, ganz ehrlich, das willst du jetzt für einen Wettbewerb einreichen, ein Handyfoto so, was unscharf ist und irgendwie so, das kostet mich auch meine Zeit, da gucke ich die Bilder durch und dann ärgere ich mich auch so ein bisschen. Deswegen Flickr, öffentlich, jeder kann die Bilder sehen. Das war ja auch ein Wunsch, dass die Leute sehen, was für Bilder gepostet wurden und das ist jetzt alles möglich. Also die Flickr-Gruppe heißt flickr.com/groups/Jaworski und da sind jetzt schon ganz viele Bilder drin vom Thema Kälte. Ich habe so eingestellt, dass man einmal im Monat oder ein Bild pro Monat nur hochladen kann. So ist richtig. Ein Bild pro Monat. Das heißt, jeder kann zum Wettbewerb ein einziges Bild in diese Gruppe reinladen. Da gibt es einen Button, steht Upload drauf, ist ganz einfach. Und dazu braucht man einen Flickr-Account. Man kann sich aber auch mit Yahoo oder sowas anmelden, wenn man so eine Yahoo-E-Mail hat oder so. Ich glaube, mit Facebook kann man sich auch anmelden. Weiß ich aber nicht ganz genau, ob das jetzt Flickr war oder irgend so anderes. Es gibt ja mittlerweile so viele Communities. Auf jeden Fall jetzt nur noch über Flickr. E-Mail ist ab jetzt No-Go. Ich hoffe, dass die Qualität der Bilder so geil bleibt. Also in dieser Flickr-Gruppe sind sehr, sehr viele gute mit dabei. Wenn ihr jetzt sagt, so, da gab es ja auch das Argument, ja, aber jetzt sind da so viele gute Bilder, jetzt traue ich mich gar nicht mehr, die hochzuladen. Ladet sie einfach hoch. Was soll denn passieren? Soll da jetzt jemand kommen und euch auf den Kopf hauen und sagen, das Bild ist so scheiße, ich hau jetzt auf den Kopf? Das passiert doch nicht. So, das ist ja, es soll ja das geilste Bild, was ihr habt, für einen Wettbewerb eigentlich. Ich gehe auch nicht zu Olympia, wenn ich nicht trainiert habe. Also es muss ein geiles Bild einfach sein, was zum Thema passt, was in diese Gruppe reingeladen wird. Und das Geile an Flickr auch ist, man kann kommentieren, man kann vielleicht neue Freunde finden, weil man sich austauscht, man kommentiert so runter unter Bild und sagt, hey, wie hast du das gemacht? Der sagt, ja, ich habe so und so gemacht. Okay, lass mal chatten, was auch immer. Gibt's ja alles so. Ja, darüber sind auch schon Freundschaften bei mir entstanden und deswegen finde ich dieses Portal sehr gut. Wer sagt, ich will mich nicht bei Flickr anmelden, ist okay, muss ja keiner, zwinge ich ja keinen, dann halt nicht mitmachen beim Wettbewerb. Ist dann halt leider so. Genau, jetzt nur noch bei Flickr, flickr.com/groups/jawohl, aber ich schreibe es auch unten in die Videobeschreibung nochmal rein. Herzlichen Glückwunsch an alle 10 Gewinner. Es ist mehr als bei Highlander. Bei Highlander kann es nur einen geben, hier kann es sogar 10 geben, die 10 besten. Und jetzt kommen wir auch schon gleich zum nächsten Thema für den nächsten Wettbewerb. Und das Thema ist Fotografieren bei Nacht. Also schickt mir eure geilen Nachtbilder an die Flickr-Gruppe. Also einfach hochladen. Da ist jetzt auch nicht mehr ein Megabyte-Grenze oder sowas. Halt, jeder kann nur ein Bild im Monat hochladen. Also einfach in die Flickr-Gruppe hochladen. Thema Fotografieren bei Nacht. Also alles, was bei Nacht entstanden ist. Können Porträts sein, können Still-Life-Bilder sein, können Landschaftsbilder sein, alles mögliche. Fotografieren bei Nacht ist Thema. Ich hoffe auf sehr, sehr viele geile Bilder. Ich muss auch nochmal sagen, danke an der Stelle. Bei diesem Wettbewerb auf E-Mail und Flickr zusammen 1000 Leute teilgenommen. 1000! Das muss ich mir geben, 1000 Leute. Ich habe mir die 1000 Bilder durchgeguckt, das waren die 10 besten. Also fühlt euch gebauchpinselt, war geil. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Jetzt war Schluss. Ein kleiner Trailer von Lernen von Ben.de. Das ist meine neue Website. Checkt sie gerne mal aus. Dort gibt es Workshops zu buchen und das Fotorezept als Download schon. Man kann auch das Buch dort vorbestellen, etc. pp. Also checkt die Seite mal aus. Jetzt im Anschluss kleiner Trailer. Wenn euch dieses Video gefallen hat und der Wettbewerb gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben geben. Schickt eure Fotos, vor allem eure kreativen Fotos. Ich bin sehr gespannt. In die Flickr Gruppe rein, diskutiert dort mit, kommentiert Fotos von anderen und so weiter. Liebe und tschüss aus Berlin. Macht's gut, liebe Freunde. Und nicht vergessen, sag mal Einstellung, Digga.
gehe ich aus dem Bild einfach raus. 20 Sekunden sind geschafft, Bild ist fertig und sieht richtig cool aus. Benutzen oder man könnte es auch mit zwei Händen probieren, so von der Seite. Man könnte irgendwas in der Hand halten, was man vorher fotografiert, was man hier so nimmt. Ich habe auch schon überlegt, ob man so einen Ordner hier so greift zum Beispiel. Und eine andere Variante zum Beispiel, die auch lustig ist mit Photoshop.